Europa-Dialog heute Abend im Hangar 7 in Salzburg. Drei prominente Persönlichkeiten diskutieren mit dem Publikum über die Europäische Union. Zum einen Außenminister Dr. Michael Spindlegger, zum anderen der künftige Intendant der Salzburger Festspiele Alexander Pereira und der ehemalige Motocross-Weltmeister Heinz Kinnegardner. Und ich habe mit Ihnen allen dreien gesprochen. Herr Bundesminister, Sie waren heuer schon mehrere Wochen auf einer sogenannten Zuhörtour durch Österreich unterwegs, um mit den Menschen, um ihnen zuzuhören, was sie über Europa zu sagen haben. Jetzt ist eine Dialogtour daraus geworden. Worum geht's jetzt? Jetzt geht es darum, nicht mehr nur zuzuhören und aufzunehmen, was durchaus Skepsis in Österreich anlangt, sondern jetzt geht es darum, auch zu informieren und Fragen zu beantworten und auch zu zeigen, was wir eigentlich tun in Europa, um auch der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, die eigenen Anliegen zu transportieren, aber auch zu hören, was wir eigentlich für sie auf der Brüsseler Ebene tun. Die Österreicher sind traditionell skeptisch gegenüber der Europäischen Union eingestellt, die Salzburger etwas wenig. Sie zählen zu den europafreundlichsten Bewohnern Österreichs. Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Einerseits wird es wohl sein, die Nähe auch zu Deutschland, die lange Öffnung, die es hier schon praktisch vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union gegeben hat. Aber ich glaube, es ist auch eine besondere Offenheit der Salzburger Bevölkerung. Ich empfinde das zumindest so. Da ist man besonders aufgeschlossen, auch für etwas Neues, für etwas anderes. Und das ist, glaube ich, in dem Sinn vorbildhaft für ganz Österreich. Heinz Kinnegardner, Sie kommen aus der Welt des Sports. Was hat denn Europa mit Sport zu tun? Bei mir, bei uns, bei KTM natürlich schon sehr, sehr viel. Wenn ich mich noch zurück erinnere an meiner sportlichen Laufzeit, da war es natürlich ganz, ganz schwer durch Europa zu reisen mit technischen Geräten, sprich Motorrädern und ein ganzes Auto voll Ersatzteilen. Also die ganze Sportart war damals höchst illegal unterwegs. Wir haben da einfach Tricks gefunden, wo man nicht mehr normal Carnet und so weiter und so fort, also die ganzen zolltechnischen Sachen erledigen haben müssen, weil das gar nicht gegangen wäre. Wir haben die Möglichkeit, wenn es heißt, in Frankreich haben sie im Moment 1000 Motorradler, die sie nicht mehr verkaufen können, die können wir in ganz Europa verteilen. Du hast keine Währungsumrechnungen und du hast natürlich die gleiche Spezifikation, also schon Riesenvorteile. Herr Intendant Pereira, Sie leben seit 18 Jahren in der Schweiz, sind dort erfolgreich als Intendant der Zürcher Oper tätig, kommen demnächst ja nach Salzburg zu den Festspielen als Intendant. Wie erleben Sie von der Schweiz aus die Entwicklung der Europäischen Union in den vergangenen Jahren? Ja, also ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist für uns alle. Es ist natürlich so, in der Kunst und gerade in der Musik und in der Oper ist sowieso immer schon eine sehr kosmopolitische Gesellschaft. Also es waren wahrscheinlich die Künstler, die ersten, die aus den Ostblockstaaten heraus konnten, um auch im Westen damals aufzutreten. Und daher ist diese kosmopolitische Welt, die wir ja alle anstreben mit einem vereinten Europa, hat in der Kunst einen Vorreiter gefunden. Es ist ja oft so, dass die Kunst Entwicklungen der Gesellschaft 50, 100 Jahre vorausnimmt. Und das war sehr gut zu beobachten. Jetzt wird in Österreich von Kritikern sehr oft die Schweiz als Vorbild für jene Länder, die nicht bei der EU sind, aber sehr von ihr profitieren, dargestellt. Haben Sie es in der Schweiz lebend auch so erlebt? Ich glaube, dass die Schweiz in diesem Punkt in zwei Lager gespalten ist. In das eine Lager, das tatsächlich etwas schmarotzend jetzt so lang wie möglich diesen Vorteil ausnutzen möchte, dass man noch nicht drin ist. Aber auf der anderen Seite gibt es eine zunehmende Anzahl von sehr verantwortlichen Wirtschaftsführern und Politikern, die natürlich ganz genau sehen, dass je länger man wartet, desto größer die Nachteile und desto größer der Betrag, den man nachher emotionell, geistig, aber auch finanziell und wirtschaftlich wird zahlen müssen, um wieder den Anschluss an die EU zu bekommen. Also ich glaube, dass die Schweiz auf diesem Sektor nicht als Vorbild zu betrachten ist. Vielen Dank.